die Posener Rede. Ja. Ja, des Reichsführers SS. Mhm. Da vor ihm sitzen, ja, in einem Saal in Posen, mhm, ja, deutsches Besatzungsgebiet, ja, ist nicht Generalgouvernement. Nein, ja, ist nicht Generalgouvernement. Für Deutschland eingemeindetes Teil Polens. Ja, Wartegau, ja. Wartegau. Und da sitzt zum Beispiel Generalfeldmarschall von Manstein, ja. Ja, der Manstein war, glaube ich, nicht dabei, aber ein Mackensen war dabei, aber kein Manstein. Also es ist so, dass es gibt ja zwei Posener Reden von Himmler, die bekannt geworden sind. Einmal eine Rede am 4. Oktober 1943 bei der SS-Gruppenführertagung und dann zwei Tage später eine Rede von Heinrich Himmler am 6. Oktober bei der Reichs- und Gauleitertagung, die sozusagen bekannt geworden ist, also die letztere, weil man da nachweisen wollte, dass Albert Speer doch über die Judenvernichtung Bescheid wusste. Und da gab es halt so eine ganze Diskussion, dass man eben sagt, dass also ein Historiker hat eben nachgewiesen, dass er also da auch dabei war bei dieser Rede und er behauptet, dass er aber sozusagen 10 Minuten oder eine Stunde vorher mit dem Zug wieder nach Berlin zurückgefahren ist und deswegen nichts von dieser Rede weiß. Und ich habe mich aber auf die am 4. Oktober konzentriert, die 3,5 Stunden lang ist. Im Gegensatz zu der Rede am 6. Oktober, die eine halbe Stunde ist. Ja? Wo also Himmler einer von mehreren Rednern ist. Und am 4. Oktober ist das sozusagen wirklich nur eine Rede für die Gruppenführer der SS. Und bei dieser Gruppenführertagung in Posen am 4. Oktober durften also nur die Gruppenober- und Oberstgruppenführer teilnehmen, nicht die Brigadeführer. Das war eine Geheimkonferenz, wenn man so will. Es war eine absolute Geheimkonferenz. Eine Verständigung untereinander. Genau, ja. Ist das der Moment, in dem Hitler Himmler diese berühmten Worte da sagt, ja, alle sind schon einmal, haben schon einmal teilgenommen? Es ist sozusagen die Rede, die, sagen wir mal, in Teilen immer wieder zitiert wird, auch gerne als dokumentarischer Ausschnitt für fast jeden zweiten Dokumentarfilm verwendet wird, um drastische Beispiele, O-Töne zu bringen. Da geht es einmal darum, über die Aussage, wie es dem Tschechen geht, wie es dem Russen geht, ist mir total gleichgültig. Wichtig ist, dass wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Oder ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung verrecken oder sterben, ist ihm egal. Hauptsache der Panzergraben wird für Deutschland fertig. Dann gibt es die Passage, die eben ziemlich häufig zitiert wird über die Judenevakuierung und die Judenvernichtung, wo er erzählt, dass jeder im Saal weiß, was es bedeutet, wenn 500, wenn 1000 Leichen da liegen. Und dabei anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Und es ist ein niemals zu nennendes und niemals genanntes Ruhmesblatt. So ist das. Und das ist also, was hat Sie da jetzt so fasziniert? Also man kennt es ja als Tonbandaufnahme. Ja. Die ist ja, glaube ich, authentisch gemacht worden. Ist das richtig? Ja, also es ist so, aber hellen Stimme, ja, was aber also auch im Aufnahmeverfahren auch liegt. Genau, es gibt jetzt diese Rede von Himmler, die wirklich 212 Minuten lang ist, also 3,5 Stunden, die gibt es als Originaltonaufnahme in kompletter Länge, liegt sie vor. Und jeder, der sich irgendwie mit der SS beschäftigt, stößt immer wieder auf diese Zitate aus der Posener Rede vom 4. Oktober. Und dann war es für mich naheliegend, sich eigentlich die ganze Rede anzuhören oder zu lesen. Sie ist ja auch im Dokumentenanhang der Protokolle des Nürnberger Prozesses einzusehen. Und dann habe ich die, ich weiß jetzt nicht, vor 2, 3 Jahren gelesen. Dann habe ich herausgefunden, dass es die als Tonbandaufzeichnung gibt. Dann habe ich mir die Tonbandaufzeichnung angehört. Und die Gesamtheit der Rede hat einfach einen nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen. Ja.
Also es setzt einem sehr zu, muss man schon sagen. Also es ist die ungeschminkte, deutliche Benennung von Verbrechen 1943, ganz wichtig, also quasi fast anderthalb Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Herbst, das ist ja halt schon eigentlich genau. Zeit der Niederlage. Ja. Das ist die Schlacht von Kursk ist vorüber. Genau. Das heißt, ein Remis Stalingrad kann nicht mehr erhofft werden. Nein, genau. Und das hat irgendwie hat mich das schon, also ich habe das halt nicht vergessen, ja, was da war. Anders das kann. Wird jetzt von einem Darsteller, mhm. ja, einem Schauspieler, ja, gesprochen. Was macht der? Also, er kann das ja nicht nachahmen. Nein.